So, da sind wir dabei. Katamari Forever, weiter geht's. Zeit für Dangle. Nein, Honey, Zeit für Dangle. Wir gehen in den Kosmos des depressiven Robo-Kings. Und dann schauen wir mal, was die nächste Stage ist, die wir hier... wir sind an der zweiten Reihe angelangt hier, seht ihr? Oben die ersten fünf haben wir schon gemacht und jetzt sind wir da an Nummer 2. Make a star, number 5, underwater, roll up objects, underwater to make mercury. Hohoho, unter Wasser. Lass mal rollen mit den Armen, Mann. Ich roll wie, als hätte ich nichts anderes in meinem Leben gemacht. Was? Ja, dann schalte ich aus, keine Ahnung. Soll ich einen Netzstecker ziehen? Du hast bestimmt irgendwie sowas. Echt jetzt? Holy fuck, das wird ein Spaß. Die tanzen und singen da unten? Verdammten Freaks. Ja, wir stecken da gemeinsam drin, meinst du? Naja, eigentlich hast du den Bock Mist gebaut, aber ist unser König, deswegen, jupp, tun wir in gewisser Weise irgendwie schon. Naja, dann wollen wir mal. Unterwasserzeug sammeln. Zusammenrollen, so rum. Tu nicht so, du bist ein Robo. 80 cm in 5 Minuten. Let's do this. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, dir bei noch mehr Bullshit zuzuhören. Ich muss jetzt rollen, Junge. Wir brauchen all dieses Unterwasserzeug. Das ist das Gute, das Köstliche. Was? Wow, ist das dick da? Nein, das sind irgendwie. Ich weiß auch nicht. Sarkastische Dildos? Oh, eine Katze mit der Taucherbrille. Hallo. Aufpassen, hier hängt man gut und gerne mal relativ schnell fest. Oh, goddammit, am Meeresboden. Und wir wurden gerade geangelt. Na super. Hast du gemerkt, dass kein Fisch ist, ja? Und uns immer wieder auf den Sack gehen. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht nach oben geangelt werden die ganze Zeit. Aber die 80 cm sollten hier eigentlich. Da ist schon wieder ein Haken dagegen. Fahrrad? Was zum Teufel? Oh, wenn ich 42 cm groß bin, wie klein ist denn eigentlich dieses Fahrrad? Und was machen diese Katzen am Steuer dieses Autos? Vor allem, wie lange warten sie auf Rettung? Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Kann ich das nicht mitnehmen? Einfach rüberballern. Einfach rüberballern. Gucken, was es auf der anderen Seite so gibt. Es gibt nämlich viel zu sehen hier unten. Und einige verschiedene Fischarten auch zu holen am Meeresgrund. Und natürlich wachsen ja auch Rosen. In Japan ist es so. Oh fuck, angelnde Katzen? Echt jetzt? Die sind echt weiterentwickelt, als ich dachte mittlerweile. Sorry, Ocean Team, ich drehe ja schon wieder um. Ich habe schon gemerkt, dass es eine schlechte Idee ist. Wir haben unsere nächste Größenstufe erreicht. Okay, er ist noch trotzdem ein bisschen zu groß für uns. Ein bisschen ist untertrieben. Ja, geschmeidig. Wir haben jetzt schon 65 cm. Von dem her. Die restlichen 12 kriegen wir auch noch mit all der Meeresgrund liebevoll. Warum schweben da eigentlich Taucherbrillen? Will ich es überhaupt wissen? Das wäre meine nächste Frage. Wahrscheinlich nicht. Katze, yes, yes, ich hab die tauchende Katze. Oh, sehr gut, die Steine können wir jetzt auch schon mitnehmen. Ja, wir sind bereit, aber noch nicht fertig, Mann. Ich habe noch genug Zeit, Junge, keine Angst. So, hier könnten wir sogar mal eine recht gute Wertung abstauben. Aha, rollen wie ein Geschäftsführer, Mann. Und nur einmal geangelt werden, das ist cool. Das ist mir sonst sehr, sehr oft passiert. Muss mal ganz kurz hier die Sicht anpassen. Wow! Holy shit. Komplett das andere Ende einfach mal. Boah, das sind diese ultra creepy Riesenkrabben. Und nicht nur eine davon. Ich höre aber irgendwie niemanden singen und tanzen gerade. Robo King hat uns verarscht, glaube ich. Octopus, du kannst dir nachher die Haare föhnen, aber jetzt kommst du erstmal mit. Ich habe keine Zeit, dir zu erklären, wohin wir gehen. Ich sag nur so viel, du wirst
Teil einer Geschichte. Eines verdammten Kosmos. Hier der Schatz. Bin ich schon groß genug für den... Ah, für den Kompletten noch nicht. Schaut mal, was hier noch geht. Oh. Ich will... Das jetzt nämlich. Und jetzt wird es nämlich interessant. Oh, das ist so geil. Mit diesem Herz hier durch. Oh mein Gott. Ah, Mist. Hätte ich mich in die andere Richtung gerollt, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen besser sogar geworden. Hätte ich definitiv mehr noch einsammeln können. Ich glaube, Pinguine will ich auch dabei haben. Warum auch nicht? Astronaut und Seems Legit. Er trainiert nur. Mit voller Ausrüstung in irgendeinem See in Japan. Oh, wir haben einen anderen Cousin eingerollt gerade, habe ich gesehen. Oh mein Gott, ihr habt Fischköpfe. Ihr seid ja die Ultra-Fischköpfe, Mann. Wow. Oh, hallo, Mr. Gator. Noch 5 Sekunden haben wir noch. Das Fahrrad können wir jetzt auch mitnehmen mittlerweile. Okay, okay. Haben wir relativ sauber gemacht. Wieder auftauchen, bevor der arme Roboking noch Wasser an seine Schaltkreise bekommt. Wobei, nee, lass mal noch eine Weile tauchen vielleicht. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der einen kleinen Schlag kriegt. Weißt du was? Ich hoffe, du rostest. Ja, es ist ein verdammter Katamari. Schau ihn dir an! Schau ihn dir an, wie groß er ist! 1,97 Meter, also mehr als doppelt so groß, wie ich ihn hätte machen müssen. Das ist nicht übel, komm schon. Oh, da muss selbst er zugeben, dass es okay war. Auf medium size, degree or quality. Naja, was erwartest du? Natürlich ist Aquarium erster Platz. In einem See, no shit Sherlock. Hey, 97 Punkte. Sehr gut. Yes, well. Eine Frische ist hier im Raum. Oh ja. Wir haben ja einen Cousin eingerollt, stimmt ja. Morni. Er leidet an Momulus Maximus, aber ist trotzdem ein sehr glücklicher Geselle. Bubbly Mercury. Wunderschön. Yay! Shooting Star! Good! Kampf bis auf den Tod, Mann. Verdammter Kampf bis auf den Tod bei den Jumbo-Man hier wieder. Gut, Dangle, das haben wir ganz gut gemacht. Ich glaube, du bist bereit, zum richtigen König voranschreiten zu dürfen. Mal zu gucken, was die Schlafmütze wieder macht, was er für eine Aufgabe für uns hat. Und bei ihm sind wir noch in der ersten Reihe. Das ist aber jetzt dann auch wahrscheinlich die letzte Stage in der oberen Reihe. Dann kommen wir auch beim nächsten Mal in die mittlere Runde. King's Cosmos. Warum schwebt rechts neben der Kanone? So, jetzt. Fireflies. Roller Fireflies to make serious. Und ich meine, also, seriously, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Irgendeine Stimme in deinem Kopf sagt mehr Licht. Weil es vielleicht der kleine Junge, der Angst im Dunkeln hat.
Fangen wir nicht davon an. Von den dunklen Stellen in unseren Gedanken. König, ganz ehrlich, du bist ein Tourist, was krasse dunkle Stellen in den Gedanken angeht. Ich bin ein Gefangener bei diesen Dingern. Wollen wir mal. Dann wollen wir mal gucken, dass wir die Glühwürmchen aufsammeln können. More light. Das ist extrem dunkel, ja. Weiß auch nicht. Okay, er kann nicht lesen. Der arme Kerl kann nicht lesen, weil er kein Licht mehr hat. Okay, Glühwürmchen. Help him, help us. 5 Minuten sollten wir ihn bekommen. Let there be light. Hat der König gesprochen und so soll es auch sein. Mal gucken, dass wir hier so viele Glühwürmchen wie möglich zusammenrollen und dann oben zu diesem armen Kerl, der nicht lesen kann, gehen. Oh shit. Ist auch extrem schön hier mit diesem Grafikfilter drüber und mit dem schwarz-roten Katamari. Sieht extrem cool aus einfach. Es ist passend und das finde ich so geil in dem Spiel. Es ist auch optisch einfach immer wirklich passend zu der Situation, zu der Musik oder zu der Aufgabe, die man hat. Jetzt sammeln wir Glühwürmchen ein und so weiter. Das war ein guter Spin. Das war ein guter Spin. Man gebe mir all die Glühwürmchen. Boah, dann nochmal kann ich mich durchspinnen. Das war zwar nicht so schnell, aber warum auch nicht? Dark, okay. Wir sind von Very Dark auf jeden Fall schon mal auf Dark gewechselt. Das ist schon mal gut. Noch nicht super, aber es ist ein Anfang. Okay, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit dafür. Es ist ja noch nicht so, dass wir jetzt schon hetzen müssten. Trotzdem so schnell wie möglich raus. Ah, verdammte Glühwürmchen haben Angst vor mir. Was zum Teufel, dass du hast und du hast einen Tiger als Haus. Okay, okay. Okay, wir gehen weiter. Der hat einen Tiger als Haus, ja? Jetzt wird's strange. Slightly dim. Das heißt, er könnte vielleicht schon ein bisschen mehr sehen und ein bisschen was lesen. Aber wir wollen natürlich gucken, dass wir es unserem Freund so hell wie nur möglich machen. Gebt mir mal eure Fireflies, die da um mich rumschweben. Der da oben. Das ist ganz leicht hell geworden. Oh, schau mal. Das ist Dip. Dip, Baby, Dip. Sehr gut. Die haben wir eingesammelt. Die können wir jetzt in Zukunft auch benutzen. Wow, okay. Warum auch nicht? Tut mir leid, Dip, du musst jetzt erstmal noch bei den Glühwürmchen hängen bleiben. Wir können dich nachher erst mit einem Spatel von meinem Katamari kratzen. Aber das ist jetzt gerade im Moment noch keine gute Idee. So, so bright, okay. Wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache definitiv schon näher. Ich muss nur nachher natürlich auch schauen, dass ich wieder zurückfinde. Aber das sollte, glaube ich, kein großartiges Problem sein. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich vergesse nicht. Ich werde ihn jetzt auch gleich anfangen zu suchen, denn bevor ich danach in die Bredouille komme und nicht mehr weiß, wo ich den Kerl finde und dann somit die Stage verliere, das will ich auch nicht. Ah, da oben ist er doch. Okay. Es ist hell, aber es ist noch nicht 100% hell. Ich bleibe jetzt hier in der Nähe, sammle die noch ein und dann gehen wir hoch zu dem lesenden Kerl. Fucking Disco-Feeling, ihr mit euren komischen Haaren, Mann. Ihr mit euren Haaren, Alter. Es sieht aus wie ein Staubsaugeraufsatz, was du auf dem Kopf hast. Ich spreche, glaub, nur nicht nur mir aus der Seele, wenn ich das hier so direkt anspreche. Very bright. Und wir haben noch 1 Minute. Das ist in Ordnung.
Sammelst noch die hier ein. Es sind noch so unglaublich viele. Wir könnten noch so viele mitnehmen. Aber die gute Zeit sagt nein. Okay. Ich mache mich auf den Weg. Ich benutze die Treppen. Auf den Treppen gibt es auch noch welche. Oh, das sollte funktioniert haben. Schauen wir uns das Teil nochmal ein bisschen genauer an. Der Apfel auf dem Bowlingball da unten rechts. Ja. Helligkeit muss von innen kommen, nicht von außen. Was heißt, dass wir dieses Ding nicht brauchen? Naja, trotzdem. 1,81 Meter. Ziemlich hell, sagt der Indikator. Mal sehen, was der König sagt. Des Königs Indikator. Naja, was habe ich denn wohl am meisten bekommen? Wahrscheinlich Glühwürmchen. Das kann ich dir sagen, ohne nachzuzählen. Zählen. 94 Punkte. Yay. Wunderbar. 94 Punkte sind nicht übel. Candle not an over. By the way, ich wollte gerade sagen, wir haben noch unseren Bro-Dip dabei. Dangling Thing. Der Disco-Typ, Mann. Ich glaube, den sollten wir bei der nächsten Stage mal benutzen. Wunderbar. Kerzenleuchter Sirius. Okay, das war okay. 94 Punkte, das ist schön, das ist schön. Und, oh, wir sehen die Antenne bei beiden Königen hier blinken und blitzen. Das bedeutet, beide haben eine neue Aufgabe. Dirp, ich würde sagen, ist eine Aufgabe für dich, aber ich will mal ganz kurz zu den Presents gehen. Mal schauen, ob ich bisher wirklich nur dieses eine Present gefunden habe, nämlich die große Antenne. Ja, also ihr seht, es gibt Unmengen davon, aber ich habe bisher wirklich nur die große Antenne gefunden, auch... Hierfür gibt es noch gar nichts und auch Lederhosen kann ich mir noch nicht anziehen. Nein, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber hier haben wir auch noch nichts weiteres. Na gut, okay. Leute, ich würde sagen, beide Könige haben eine neue Aufgabe für uns. Wir schauen einfach mal, welchen wir zuerst beglücken und ja, zu wem wir das Disco-Feeling bringen. Bis dahin, haut rein!